Moin Moin, hier ist Alex von Die Wette im Osten, Alltag in Georgien und heute wieder mal Talk am Niva. Es geht um Männerabende. Und ich möchte euch einfach mal anhand eines Beispiels unseres letzten Pokerabends erzählen, wie das letztendlich so abgeht, was man braucht, wenn man ein, ich sag mal, geselliges Beisammensein hat. Und und auch mal ein paar Sachen zeigen. Ich wurde nämlich quasi in eine Bäckerei eingeladen, dort auch mal ein Brot an den Ofen zu klatschen. Hier kauft man ja immer solche Shoti oder Lavash. Das sind entweder so runde, das ist das Lavash, und die Shoti sieht aus wie der Schuh vom kleinen Muck, bloß an beiden Spitzen, an beiden Seiten, sage ich mal so. Und ja, das habe ich hier euch einfach mal als Video aufgenommen. Am Anfang ist einfach nur das Gespräch mit demjenigen, da lief auszusehen meine Kamera, die lag im Auto. Ich habe das euch einfach mal mit eingespielt, nicht wegdrücken, das ist kein technischer Fehler oder so. Ich habe das so mit Absicht gemacht. Und schaut es euch mal an. So wurde ich zum Bäcker. You live in Georgia? What? What's your name? Alex. Alex, my name David. I have a bakery. Yeah, bakery? Yes. Ah, so, Video, YouTube? Yes. Geil. Gamma Jobber. Hier wird man. Boah. Hier wird ein Schulti gemacht, wenn das abgeht. Ah. One bread. Yes, and then you take. It's on this one. You take this. Yes, mehr Alex. Schön. Mamuka. Ja. Da ist. Und hier? You meet your cameraman, you. Ah, okay. It's that. Okay, you meet this. Looks? Yes. Yeah. I mean. Ja, jetzt kriege ich gleich noch das Brot. Das ist mein Brot, das kriege ich gleich. Jenny, sag hallo. Mehr Alex. Maluba Didi. Und dann krieg ich dieses. Das ist meins. Und das schenkt er mir. Der Instagram? David. Ah, David. Chemi, Bici, David. Geh. Also, das ist mein Sohn auch. Change number. Yes. Wow. Und ja, jetzt tausche ich mir gleich noch die Nummern aus. Und jetzt wird das voller hier. Ja, ist ein Dauerstress. Das hier, alles am Shop. Das hier, ja. Ah. This is yours. Yes. I can take this for phone. Take, yes. Wait 10 seconds. Okay. Take this.
No. Here. This. No. Near the Vinesa, do they the cattle there? Show? Esa, how near the Vinesa cattle there? Ikit, იქით კუთხეში მიადევ, კაი დაიკავე ერთს. მინი, ო. არა, ო. ეი კუთხეში. იქით კუთხეში მიადევ შენსკენ. ეი, კეი. ე. სხვა, ო, სხვა. ეი, გუდ. მადლობა. მადლობა. ეი, ბის. Ja, und zu so einem klassischen Männerabend braucht man natürlich nicht nur Brot, sondern auch Bier. Und Bier holt man ja auch in der Regel nicht einfach nur aus dem Supermarkt. Das gibt es dort auch, ich glaube, bis zu 3 Liter Flaschen. Aber viel, viel leckerer ist es natürlich vom Fass. Und das kann man hier in verschiedenen Shops einfach so vom Fass kaufen. In verschiedenen Flaschenabfüllungen, 1, 2, 3 und 5 Liter kenne ich. Ich weiß nicht, ob ihr das anders schon mal gesehen habt. Vielleicht auch 10 Liter, weiß ich nicht. Schreibt es mal hier unten in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren, wie das vielleicht in Batumi oder Tiflis ist. Hier im Potti weiß ich nur bis zu 5 Liter und ich kaufe meistens das Batumi-Bier. Das schmeckt ziemlich lecker, ist auch tatsächlich das günstigste zufällig. Also es ist nicht das Kriterium, aber schmeckt mir einfach besser als die anderen. Es gibt noch, ich glaube, Herzog und ich weiß es jetzt nicht, wie die anderen Sorten heißen, müsste ich nochmal gucken. Und da geht man zu so einem Shop. Die haben dann verschiedene Sorten, die haben auch Fisch, kann man sich Fisch noch holen. Wir holen uns zum Pokern, haben uns zum Beispiel die kleinen, diese wie Sprotten so ähnlich, solche kleinen Fische, die man einfach so weg essen kann, ohne dass man jetzt großartig nach Kräten rausholen muss. Und kann man sich quasi bei dem Bierladen Fisch und Bier und auch andere salzige Sachen noch kaufen. Die Georgier mögen zum Beispiel noch so einen salzigen Käse. Das ist so ein langgezogenes Ding quasi und das essen die gern zum Bier, damit es wahrscheinlich, damit man mehr Durst kriegt, ja. Also natürlich wird auch Wein getrunken, aber jeder hat Wein zu Hause in der Regel. Und das Bier, wie gesagt, holen wir an so einem Shop und das habe ich auch mal gefilmt. Ich würde das jetzt hier gleich als nächstes mal einspielen, damit ihr mal seht, wie das ungefähr aussieht. Und die nette Frau hat mich auch reingelassen, hat mir ihre Zapfsäulen da gezeigt. Es gibt, sie hat da alleine 3 Zapfsäulen für Batumi und 2 für Herzogi. Und also da sieht man auch, dass das scheinbar am meisten nachgefragt ist. Die anderen, die waren dann eher einfach und wahrscheinlich nicht so oft nachgefragt. Aber die verkaufen wirklich viel, dort ist immer was los, obwohl das so eine, ich habe es auch extra mal mit gezeigt, die Straße, das ist irgend so eine Nebenstraße, würde man nie finden, wenn man es nicht kennen würde, aber da ist immer was los, wenn man hingeht, abends, da muss man manchmal anstehen. Es ist echt interessant, wie das hier abläuft. Also jetzt als nächstes, Film ab. So, hier wird auch die Straße gemacht, vorne ist ja schon fertig. Und da hinten. Hier kennt man wieder alle. Und hier hinten an dem Laden gibt es Bier. Bier aus dem Fass. Also kann man sich abfüllen lassen in 1, 2, 3 und 5 Liter Kanistern. Genau, und Fisch gibt es da noch und so. Ja. Da ist Fisch. Da gibt es Fisch. Hier verschiedene Sachen. Und da stehen die Fässer da hinten. IS. Ja. Batumi? Sami Batumi, da Herzog Iki. Okay, und dann machen die das hier. Ja, und das sind ja die verschiedenen Biersorten. Ich nehme immer das Batumi-Bier und die haben hier halt alles. Madlaba. Und wir haben beim letzten Mal halt eine Runde Poker gespielt, aber es gibt natürlich auch so Abende, wo man einfach mal einen Schaschlik macht und
Das mögen die Georgier halt so einfach so Schaschlik, das heißt quasi Schweinefleisch eingelegt, also wie man es auch kennt in Deutschland, und dann einfach auf den Grill. Ich habe einen Gasgrill, aber das mögen die nicht so. Die wollen immer auf Holzkohle grillen. Also habe ich immer ein bisschen Diskussionen. Nee, die würden sich lieber irgendwie so mit ein paar Backsteinen so einen Grill bauen, als den Gasgrill zu nehmen, der bei uns halt rumsteht. Ja, ist halt so, die mögen es halt, schmeckt ja auch besser am Ende, muss man schon mal sagen. Aber mir war das mit dem Gaskohl ein bisschen einfacher. Hab den auch eher zufällig bekommen von einem Freund, grüß dich, falls du gerade zuschaust, der wieder zurückgegangen ist. Und ja, aber ich mag das eigentlich schon mit dem Gas. Bloß die Georgier mögen es echt nur mit Kohle. Also sonst ist das für die einfach kein richtiges Schaschlik. Ja, preislich, so ein Schoti kostet immer so um die 1,30 bis 1,50. Also so ein größeres Brot ist das. Da, ja, das ist ein richtiger Fladen. Ich sag mal, da können drei Leute von essen eigentlich. Und ein Bier um die 4,50 Liter bis 5 Lari, das sind ungefähr, also Umrechnungskurs ist 1:3 so grob, könnt ihr euch ausrechnen, Schulti ungefähr 50 Cent, ein Bier 1,50 grob und so ein Schaschlik, ich sag mal, ich hatte das letzte Mal 60 Lari ungefähr bezahlt, vielleicht auch 62 für 4,5 Kilo, irgendwas dazwischen, glaube ich. Und ja, ist, denke ich, preislich ganz in Ordnung. Fisch kostet der Kilo, die kleinen Fische 20 Lari, sind ungefähr, warte mal, naja, 7 Euro grob. Also insgesamt, denke ich mal, passt das so preislich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Preise gerade in Deutschland sind für vergleichbare Sachen. War ich ehrlich gesagt relativ lange nicht mehr. Genau, und ja, und dann sitzt man halt zusammen bei irgendjemandem. Jetzt waren wir bei uns, weil auch schönes Wetter war, kann man sich raussetzen, haben wir draußen gespielt, Musik laufen lassen und ja, und dann geht's bis irgendwann, bis die meisten Leute keine Lust mehr haben. Gepokert wird natürlich, wenn wir pokern, ohne Geld, ist ja verboten. Außerhalb von Casinos gegen Geld zu spielen. Uns geht es aber wirklich nur um die Gemeinschaft, dass man ein bisschen zusammensitzt, ein bisschen schnackt und ein bisschen Spaß hat. Es soll ja jetzt hier nicht irgendwie um Haus und Hof gehen. Also wirklich echt nur Spaß. Und den hat man auch meistens oder eigentlich immer, ja, wenn man so in geselliger Runde zusammensitzt. Ja, genau, ich würde jetzt an der Stelle einfach mal noch die kleine Runde einspielen von unserem, also als kleinen Abschiedsfilmchen, unsere kleine Pokerrunde vom letzten Mal. Da ging es gerade darum, dass der eine dachte, jemand hat einen Flush. Und er hatte zwei Paar auf der Hand, hat sich nicht getraut zu callen. Und ich hatte zu ihm gesagt, er soll es nicht wegschmeißen, weil der andere immer blufft. Aber er hat ihm doch geglaubt und hat natürlich geblufft. Egal. so war letztendlich die Diskussion, die ihr dann jetzt gleich hört. Ich hoffe, dass, also falls alles leise ist, hat YouTube wahrscheinlich das wegen der Musik, da läuft ja Musik im Hintergrund, weggemacht, aber mal gucken, ob es zu hören ist. Ich kann die Musik einzeln nicht wegschneiden. In dem Sinne, bis später und tschüss. So, let's see the showdown. You fold? Yeah. Kavi was fold. Why? Because playing flash. I think. Don't be so afraid about flash. You will see. I think Alexa, he has a flash and he has a street. I say you will win. This one. No street.